drinnen ist. Ich muss schon ein abgeschlossenes Biologiestudium und ein Chemiestudium abgeschlossen haben, um überhaupt die Etikette zu lesen. Und selbst die ist dann noch nicht vollständig. Am liebsten ist ihr sowieso alles ohne Etikett. Sie will nichts Unnatürliches in ihrem Essen. Doch Hand aufs Herz. Macht Sarah Wiener sich auch manchmal fertig Kartoffelbrei? Warum sollte ich mir getrocknete Kartoffelflocken kaufen und das mit Wasser anrühren? Ich glaube, dass die Verbraucher und die Mitmenschen für dümmer gehalten werden, als sie sind. Der Verbraucher kann sich wehren. Sarah Wiener fasst an, probiert und fragt nach. Wo ist es gewachsen? Wann? Wie wurde es verarbeitet? Und sie ist neugierig. Löwenzahn, für viele Unkraut, für sie Salat. Nicht nur die Hasen wissen, was schmeckt. Und wieder der Test. Nicht schlecht. Und er riecht auch noch wie ein Apfel, das ist ja auch Sinn. Sie ist überzeugt. Absolut jedes Fertiggericht lässt sich selbst schneller und billiger kochen. Und definitiv gesünder. Mir geht es nur nicht darum, jetzt zu beweisen, dass dieser und dieser Zusatzstoff vielleicht mit der Kreuzung krank macht oder dass ich daran sterbe oder dass mir ein Tumor wächst. Ich verstehe nicht, warum sollte ich Chemie überhaupt in meinem Essen wollen? Warum sollte ich irgendetwas freiwillig essen wollen, wenn es auch ohne geht? Oder haben wir anderes? Das bringt sie mit ihrer Sarah Wiener Stiftung für gesunde Ernährung auch Kindern bei. Thema dabei auch die Transportwege. Man sollte natürlich schauen, dass gerade bei Spargel und Erdbeeren man das wirklich regional und saisonal konsumiert. Und nicht also zu Weihnachten Erdbeeren aus Südafrika oder aus Chile. Bei Fleisch und Wurst hält sie es für extrem wichtig, wie Tiere gehalten und gefüttert wurden. Kaufen beim Metzger, bloß keine Fertigware. Wer fragt schon nach, was in seiner Salami drinnen ist? Das ist aber eben so, dass die Industrie in der Salami alles versenkt, was dann so übrig bleibt oder was eben günstig ist. Und am Ende der Rat an alle, die sich ab jetzt gesund ernähren wollen. Wenn man sich gesund und richtig ernähren möchte, dann sollte man in erster Linie wirklich auf seinen Körper hören, was der möchte. Und wenn man es kann, wirklich immer frisch und selber einkaufen und dann selber kochen. Ah, Kai, ist hier bei den Nährwertangaben denn jetzt alles drin, was theoretisch drin sein könnte? Alles nicht, das wäre schön. Zum Beispiel das krebserregende Acrylamid, das steht nicht drauf. Acrylamid, Gammelfleisch, Pestizide. Seit Jahren werden die Verbraucher verunsichert. Die jüngsten Fälle, Frühjahr 2009. Die Bürger erfahren erstmals vom sogenannten Analogkäse. Besteht aus Pflanzenfett, Eiweiß und Wasser und wird gern auf Pizzen und vielem Überbackenen verwendet. Zwar nicht gesundheitsschädlich, trotzdem eklig. Immerhin darf er nicht Käse genannt werden. Imitate wie Ersatzschinken aus Fleischresten haben Hochkonjunktur, weil sie billig sind. Immerhin, der Fleischkleber Thrombin darf dafür nicht mehr verwendet werden, entschied vor kurzem das EU-Parlament mit knapper Mehrheit. Januar 2010. Der Skandal um den mit Listerien verseuchten Käse der österreichischen Firma Prolactal. Mehrere Menschen sterben. Die Verbraucherschützer von Foodwatch werfen Behörden und Handel Schlendrian vor und stellen Strafanzeige. Skandale und kein Ende. Die Antwort der Politik vor 2 Jahren, das Verbraucherinformationsgesetz. Der Minister damals. Es ist, wie ich glaube, nach einem langen Anlauf ein Meilenstein für die Verbraucherrechte in der Bundesrepublik Deutschland. Das Wichtigste, Behörden müssen Bürger auf Antrag informieren, sollen die Namen schwarzer Schafe nennen und dürfen schon bei begründetem Verdacht Alarm schlagen. Doch es gibt etliche Ausnahmen. Betriebsgeheimnisse müssen geschützt bleiben, auch bei Strafermittlungen gibt's keine Auskunft. Die Erfahrung machte auch Foodwatch nach einer Reihe von Behördenanfragen. 80% der Anfragen wurden überhaupt nicht beantwortet. Und 6 Anfragen wurden beantwortet, aber nicht befriedigend. Und nur bei einer Antwort konnte man sagen, da kann man was mit anfangen. Also, wir finden, das Gesetz ist ein Fehlschlag. Ist es das tatsächlich? Wir stellen ein paar Fragen nochmal neu. Zum Beispiel, welche Produkte enthalten wie viel krebsverdächtiges Acrylamid? Und wie heißen zum Beispiel in Bayern die Betriebe, die bei amtlichen Lebensmittelkontrollen durch verdorbenes Fleisch aufgefallen waren? Immerhin, schon eine Woche später kommt Post vom Bundesamt für Verbraucherschutz zum krebsverdächtigen Acrylamid. Aufgelistet immerhin 5 Spekulatius und 10 Kartoffelchips-Produkte,
allerdings nur aus 2009. Bei den Chips mit 890 Mikrogramm am meisten belastet die Kartoffelchips mit Paprika von Penny. Am wenigsten die Stapelchips von Oiko. Aber welcher Verbraucher weiß das schon? Es wäre wünschenswert, wenn auf Chipstüten der klare Wert stehen würde, denn dem Produkt enthalten ist, dann kann sich der Verbraucher besser schützen. Zum Thema Fleischkontrollen in Bayern erhalten wir eine CD. Das ist schön. Darauf 57 Vorfälle seit Anfang 2008, wie Funde von Mikroorganismen oder Knochensplittern. Aber ohne Entnahmebetrieb oder Hersteller. Nicht so schön. Außerdem 97 Adressen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörden, bei denen wir nachfragen könnten. Schade, das hatten wir uns einfacher vorgestellt. Wir haben uns natürlich gefreut und darüber freuen wir uns noch immer, dass es überhaupt dieses Gesetz gibt, denn vorher gab es ja gar kein Gesetz. Aber die Umsetzung zugunsten der Verbraucher, die schwächelt doch noch sehr. Die Lobby hat sicher sehr viel Einfluss auf die Politik und hat auch es geschafft, dass das Verbraucherinformationsgesetz so weich und wenig verbraucherfreundlich umgesetzt wird. Also eine andere politische Richtung könnte schon begünstigen, dass es zu besseren Veröffentlichungen kommt. Gern hätten wir zum Thema Verbraucherinformation die zuständige Ministerin Ilse Aigner befragt. Doch trotz mehrfacher Anfragen hatte sie für uns keine Zeit. Ihr Ministerium teilte uns schriftlich mit: Nach einer ersten Bilanz wissen wir, dass das Verbraucherinformationsgesetz gut angenommen wurde. Aha. Außerdem habe das Ministerium drei Gutachten in Auftrag gegeben. Die Konsequenzen daraus offen. Auf mehr Hilfe seitens der Politik hofft man auch im beschaulichen Tuttlingen in Baden-Württemberg. Wir treffen Familie Nagel wieder. Ihr dreijähriger Sohn Lukas hat eine schwere Erdnussallergie. Schon eine Nuss könnte tödlich sein. Lukas nimmt an einer Studie der Berliner Charité teil. Jeden Tag isst er eine Minimenge Erdnuss. Nicht ungefährlich, wie sich auf der Rückfahrt aus Berlin zeigte. Da hat er reagiert im Auto. Und das war natürlich ein Riesenschock. Wir dachten erst, oh je, wenn es schlimmer wird, Notarzt auf der Autobahn. Zum Glück half das spezielle Notfallmedikament. Seitdem mussten sie aber mehrmals die tägliche Erdnussdosis verringern. Sobald er krank ist oder Infektion hatte, zum Beispiel Schnupfen, Husten oder Durchfall, dann mussten wir die Dosis untersetzen. Einkaufen, kochen, essen. Das Leben der Nagels ist durch die Allergie stark eingeschränkt. Bei jedem Produkt müssen sie das Etikett lesen. Nur enthält Spuren von, steht fast überall drauf. Die Studie, ihr Hoffnungsschimmer. Man muss langfristig denken, das gibt dem Kleinen später Lebensqualität, wenn er wirklich die eine Erdnuss nach einem Jahr schafft, was das Ziel momentan ist. Dieses Ziel erreicht etwa jedes fünfte Kind. Vielleicht gehört Lukas auch dazu. In manchen Supermärkten ist einem natürlich auch Frische und Hygiene total wichtig. Da habe ich hier jetzt keine Zweifel, aber in manchen Restaurants bin ich mir da nicht so sicher. Wir sind in Berlin, Bezirk Pankow. Begleiten Kontrolleur Dr. Zengerling auf dem Weg in einen Betrieb, der Döner herstellt. Ist der Produktionsraum sauber? Ist irgendwo Schimmel oder Müll zu entdecken? Was ist mit den vorgeschriebenen Temperaturen? Man kontrolliert die Temperaturen, dass die eingehalten werden. Gerade hier in der Dönerproduktion ist es wichtig, weil viel Handarbeit dabei ist, weil viel zerkleinertes Fleisch dabei ist. Solche Kontrollen gibt's überall in Deutschland. Nur über die Ergebnisse erfährt der Bürger meistens nichts. Das muss sich ändern, beschließt der Bezirk Berlin-Pankow und führt für gut einem Jahr den sogenannten Smiley ein. Der lächelt, wenn alles gut ist bei einer Kontrolle, und dann darf sich das Restaurant mit dem Smiley schmücken. Seht her, hier ist es sauber. Doch wehe, wenn nicht. Zwar gibt es noch keinen traurigen Smiley, aber dafür einen ziemlich traurigen Eintrag ins Internet. Die Liste der bösen Buben ist nach gut einem Jahr über 30 Seiten lang, inklusive vieler, naja, leckerer Fotos. So wird ein China-Restaurant im Internet bis vor kurzem mit diesen toten Schaben in der Küche angeprangert. Immer wieder fanden die Prüfer zu warm gelagertes Fleisch oder Soßen, verschmutzte Küchen, Kochutensilien und Töpfe. Die Krönung, diese mumifizierte Ratte. Da kann man nur guten Appetit wünschen. Solche Bilder gehören an die Öffentlichkeit, meint man in Pankow. Das Argument hat mir noch keiner sagen können, warum es in Gaststätten eine Ausnahme geben soll, warum die tote Ratte in der Küche Geschäftsgeheimnis ist.
Die Idee des Smiley stammt aus Dänemark. Hier gibt es ihn schon seit 2001. Er gilt nicht nur für Gaststätten, sondern auch für Supermärkte, Bäckereien und sonstige Läden, die Lebensmittel verkaufen. Und hier darf der Smiley auch mehr als nur lächeln. Neben dem bekannten Smiley, der lacht und zeigt, dass alles in Ordnung ist, gibt es noch andere. Der verhaltenfreundliche. Hier ist es im Grunde gut, bestimmte Sachen müssen aber besser werden. Bei dem Neutralen wurde eine behördliche Verfügung ausgesprochen, bei dem Traurigen wurden sogar strafbare Zustände festgestellt. Und neuerdings gibt es sogar den Elite-Smiley, wenn es seit 4 Kontrollen keine Beanstandungen gab. Berlin, dänische Botschaft. Wir besuchen Botschaftsrat Paul Ottosen. Er hat den Smiley vor 9 Jahren als Staatssekretär miterfunden. In Restaurants, da wissen natürlich auch die Eigentümer von diesen Restaurants, das ist von großer Bedeutung, dass wir einen guten Smiley haben, sonst kommen die Gäste nicht. Mit Erfolg. Der Anteil der dänischen Betriebe und Restaurants mit einem lachenden Smiley stieg von 70% im Jahr 2002 auf 86% in 2009. Deshalb will der Berliner Senat nun den Smiley in ganz Berlin einführen. Indem wir sämtliche Kontrollergebnisse veröffentlichen, also auch die negativen, geben wir natürlich einen Anreiz für Prävention in den Lebensmittelbetrieben. Und wann ist es soweit? Ich hoffe, wir schaffen es in diesem Jahr. Wie in Dänemark soll ein Negativ-Smiley ins Internet und direkt an den Eingang kommen, wenn wiederholt Missstände festgestellt wurden. Im Prinzip bin ich natürlich sehr dafür, dass ich weiß, wie in einer Restaurantküche gearbeitet ist, dass es dort sauber ist und dass auch kein Betrug begangen wird. Das ist ja das A und O. Ich habe ja als Gast, bin ich ja nur vorne und weiß nicht, was da hinten ist. Also ich würde doch schon sehr bitten um strenge Kontrollen, damit ich wirklich mich im öffentlichen Raum adäquat, gesund und hygieneeinwandfrei ernähren kann.